die humanistischen Werte. Das ist, und da ist immer die Frage, was ist denn jetzt Humanismus im Kern? Darüber haben wir lange diskutiert und sind bis jetzt noch zu keinem gemeinsamen Punkt gekommen. Ich bin Anna Beniermann, ich arbeite für den Turm der Sinne. Mein Name ist Anita Hefner, ich bin Jugendreferentin. Ich heiße Ulrike von Schossi und arbeite in der humanistischen Grundschule. Mein Name ist Michael Bauer, ich bin Vorstand. Grundsätzlich wollen wir den Menschen begleiten, von der Wiege bis zur Bahre, wenn man so sagen möchte. Also von der Namensfeier, die wir ja anbieten, über die entsprechenden Feiern im Lebenslauf bis auch zu solchen Angeboten wie Bildungsangeboten, Erziehungsangebote, Betreuungsangebote. Das ist natürlich das Ziel. Ich bin Frank Schulze und ich mache Namensfeiern, Hochzeiten und Trauerfeiern. Das sind eben Anlässe, in denen der Wert und der Sinn des Lebens besonders erfahrbar werden. Es ist erstmal schon dahingehend anders, dass die Religion keine Rolle spielt, sondern es geht um die Menschen. Und da wird es natürlich dann auch mal philosophisch. Die Jugendfeier geht ja zurück auf 1848 hier in Nürnberg. Natürlich ist jetzt vor allem bei der Jugendfeier ist es wichtig, also dass wir halt einfach, also dass es eben kein Gelübde oder kein Bekenntnis zur Kirche gibt. Uns ist halt vor allem wichtig, dass die Kinder ihren eigenen Weg finden. Wir wollen diesen Schritt mit den Jugendlichen einfach bewusst machen, dass sich da was ändert und wollen einfach auch mal feiern, dass sie einfach so weit gekommen sind und wollen natürlich auch den Familien, den Eltern noch einmal einfach ein gutes Signal geben, ihr könnt stolz sein. Wir sind der älteste Kindergartenträger in Nürnberg und in Fürth. Wir verstehen Humanismus ja so, dass das bedeutet, dass jeder so sein kann, wie er eben ist. Wir haben da keine Vorfestlegung in unseren Einrichtungen. Da geht es um Kinder, um die Entwicklung von Kindern, da geht es auch um die Unterstützung von Familien. Und Menschen sind Menschen, egal wo sie herkommen und was sie glauben oder was sie eben auch nicht glauben. Was wir hier machen, ist möglichst individualistisch uns diesen Kindern anzunehmen. Wir sind selber individuell und zeigen das den Kindern natürlich auf eine bestimmte Art und Weise auch und zeigen, dass das willkommen ist, dass man anders ist wie der andere. Philosophieren ist ja bei uns ein Schwerpunkt im Unterricht. Das heißt, wir reden mit den Kindern immer sehr viel über die Fragen, die sich ihnen da gerade stellen oder die letztendlich vielleicht gerade gesellschaftlich relevant sind. Wenn man nur 100 Kinder hat, kennt man sie alle. Da weiß man, wann sie Geburtstag haben, kriegt ein Stück Kuchen, wenn sie Geburtstag haben. Ja, wir haben ein offenes Haus, also reinkommt man immer. Und wenn man sich entsprechend verhält, darf man auch bleiben. Es geht aber um die menschlichen Sinne. Also viele von uns kennen 5 menschliche Sinne. Hören, schmecken, riechen, fühlen, sehen. Es gibt allerdings noch einige Sinne mehr. In unserem Museum geht es darum, dass man wirklich die Exponate erleben kann. Also wir sind ein Hands-on-Museum. Es gibt insgesamt 6 Stockwerke. Wir machen beispielsweise die Brain Week, das ist die internationale Woche des Gehirns. Bei uns geht es nicht nur um Erfahrung, also nicht nur darum, Wahrnehmungsphänomene zu erleben, sondern es geht auch darum, kritisch zu hinterfragen. Ja, wir schließen niemanden aus und dann gibt es ganz viele Leute, die das suchen. Weil wenn man sagt, nee, wir sind offen für alle, dann heißt es, dass auch jeder kommt und jeder kommen kann und sich das anschauen kann.